Stell dir vor, eine künstliche Intelligenz komponiert einen Song für dich. Ein Gedanke, der gleichzeitig faszinierend und beunruhigend sein kann. In meinem heutigen Video geht es um genau dieses Experiment. Ich habe ChatGPT, das ist eine künstliche Intelligenz, die Aufgabe gegeben, für mich Musik zu komponieren. Was dabei herausgekommen ist, hat mich gleichermaßen erstaunt und nachdenklich gemacht. ChatGPT, ursprünglich entwickelt, um über Textnachrichten zu kommunizieren, hat meine musikalische Herausforderung angenommen und die Ergebnisse sind auf gewisse Art und Weise beeindruckend. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie weit ist KI bereits in der Musikentwicklung fortgeschritten? Kann sie komplexe Anforderungen erfüllen und womöglich sogar menschliche Kreativität herausfordern? Bereits heute beeinflusst KI zahlreiche Aspekte unseres Lebens und wird dies in Zukunft noch stärker tun. Als Musiker interessiere ich mich natürlich, wie weit diese Entwicklung bereits vorangeschritten ist und ob KI in der Lage ist, den Prozess des Musikkomponierens zu revolutionieren. Doch das Thema KI ist nicht nur faszinierend, sondern auch umstritten. Eine Technologie, die Potenzial zur Verbesserung bietet, aber auch Bedenken hinsichtlich ihrer Auswirkungen aufwirft. In einer Welt, in der die Meinungen über künstliche Intelligenz stark auseinandergehen, lade ich dich ein, deine Gedanken mit mir zu teilen. Glaubst du, dass KI unsere kreative Welt bereichern kann, oder siehst du möglicherweise eine düstere Zukunft à la Cyberpunk-Dystopie voraus? Schreib deine Ansichten gerne in die Kommentare und lass uns gemeinsam darüber diskutieren. Bevor ChatGPT überhaupt eine einzige Note für mich komponieren konnte, stand eine wichtige Frage im Raum. Was kann ich von dieser künstlichen Intelligenz in Sachen Musik erwarten? Also stellte ich eine herausfordernde Aufgabe. Ich bat GPT darum, eine komplexe Jazzballade zu erschaffen, während ich der KI absichtlich einige Hürden in den Weg legte. Meine Anforderungen waren konkret: Ich wollte eine Komposition in drei Teilen, einen melancholischen Mollteil, gefolgt von einem kontrastreichen Dur-Teil und einen dritten Teil, der auf den Konzepten des modalen Jazz setzt, um eine ungewohnte Atmosphäre am Ende der Komposition zu schaffen. Um GPT seine Aufgabe noch weiter zu erschweren, bat ich die KI auch, einige Akkorde zu verwenden, die in der Popularmusik kaum oder nur äußerst selten vorkommen und zu anspruchsvolleren Klangbildern führen. Damit ich sicher gehen konnte, dass ChatGPT verstand, worum es geht, bat ich darum, eine Liste von passenden Melodietönen für jeden Akkord zu erstellen, aber das war noch nicht alles. Ich wollte auch einen Songtext für meine Jazzballade. Emotional melancholisch, aber nicht zu traurig. Der A-Teil sollte Melancholie transportieren, der B-Teil Glück und Rückschau und der C-Teil Unsicherheit und Orientierungslosigkeit. Und natürlich sollte GPT dazu eine Melodie komponieren, die zur Anzahl der Silben passt. Bevor wir uns nun gleich das Ergebnis meiner Zusammenarbeit mit ChatGPT anschauen, gebe ich dir einmal kurz einen Überblick über den Entstehungsprozess dieser Komposition, also den Arbeitsprozess und den Kreativprozess in der Komposition mit ChatGPT. Wenn du noch tiefere Einblicke in diesen Kreativprozess haben möchtest, dann kannst du auch gerne mal in die Beschreibung zu diesem Video gucken. Dort habe ich dir meine Patreon-Seite verlinkt und dort kannst du barrierefrei auf die MP3-Datei zu diesem Song zugreifen, auf Noten zu diesem Song für verschiedene Instrumente und außerdem habe ich dir dort auch nochmal dieses Chat-Protokoll verlinkt, falls du selber auch mal mit GPT Musik schreiben willst und ein paar Anregungen brauchst, was du ChatGPT da so sagen kannst. Du kannst mir aber auch gerne einen Kommentar unter diesem Video hinterlassen, wenn du noch einen zweiten Teil zu diesem Video wünschst, in dem ich dann nochmal ganz genau auf diese Komposition eingehe und sie auch nochmal analysiere. Auf meiner Patreon-Seite hast du natürlich auch die Möglichkeit, meinen kleinen Kanal und mich zu unterstützen, so wie es zum Beispiel auch Arnold Esper und Christian Pfeffer gegen eine Namensnennung tun. Vielen Dank! Meine allererste Aufgabe in der Zusammenarbeit mit GPT war jetzt erstmal, der KI eine ganz klare Arbeitsaufgabe zu stellen, nach der sie dann den Grundriss einer Komposition entwerfen konnte. Die Aufgabenstellung habe ich hier erstmal auf Englisch ausformuliert. Zu dem Zeitpunkt, als ich hier angefangen habe, wusste ich noch gar nicht, dass ChatGPT natürlich auch Deutsch versteht und Deutsch spricht. Es geht also auch genauso gut auf Deutsch. Anschließend hat GPT mir dann eine solide Basis ausgespuckt mit einer Akkordfolge jeweils für den A-Teil, für den B-Teil und für den C-Teil. Außerdem habe ich von GPT auch noch Lyrics bekommen und naja, bei der Melodie, da war GPT nicht so fit und da muss ich auch sagen, Melodien kann GPT nicht. Da haben wir einfach nur nochmal die Lyrics bekommen und darüber gab es dann Akkorde und das hat GPT dann als Melodie bewertet.
Die Akkordfolgen für A, B und C-Teil, welche ChatGPT mir eben ausgegeben hat, habe ich dir hier einmal als Hörbeispiel ausnotiert. Soweit so gut, aber auch relativ langweilig, wie ich fand. Deshalb habe ich im Laufe der Arbeit mit ChatGPT dann diese Akkordfolgen nochmal anpassen lassen und vor allen Dingen den Übergang zwischen A- und B-Teil auch nochmal mit ChatGPT besprochen, denn der ist noch sehr ruppig. Ich habe ChatGPT dann darauf hingewiesen, dass in der Komposition doch zumindest eine Sekundärdominante und eine Substitutionsdominante vorkommen soll, um den Klang etwas interessanter zu gestalten. Diese beiden Arten von Akkorden sind einfach Akkorde, die man in einer vordefinierten Tonleiter für einen Song von den Tönen her nicht findet, also man kann sie dort aus dem Tonmaterial her nicht bilden und deshalb stechen sie auch immer klanglich ein bisschen hervor. Als nächstes habe ich ChatGPT dann verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen, wie die Akkordfolge noch weiter ausgearbeitet werden kann. Ich habe hier zum Beispiel von einer 2-5 Progression geredet, die im Jazz sehr, sehr verbreitet ist und in Jazzstandards natürlich nicht fehlen darf. Und GPT hat mir dann so eine 2-5 Folge auch gleich eingefügt. Als nächstes habe ich dann darum gebeten, dass der Bass in diesem A-Teil ein chromatisch abfallendes Line-Klischee spielen soll. Das Ganze kannst du dir so vorstellen, dass du vor einem Klavier stehst, dort einen relativ tiefen Ton klingen lässt und jetzt gehst du nach links immer tiefer und klapperst wirklich jede Taste ab. Das heißt also sowohl die weißen als auch die schwarzen der Reihenfolge nach runter. Daraufhin hat GPT das Ganze versucht umzusetzen, hat mich aber noch nicht so ganz verstanden. Ich habe der künstlichen Intelligenz daraufhin ein bisschen erklärt, was ein Line-Klischee ist und wie das auszusehen hat. Und daraufhin hat GPT mir dann richtige Ergebnisse geliefert und diese Akkorde standen dann plötzlich in den ersten 4 Takten des A-Teils. Weiterhin habe ich auch immer bei ChatGPT hinterfragt, ob die künstliche Intelligenz überhaupt versteht, was sie hier macht und mir das Ganze analysieren kann, was hier passiert ist. Und auf meine Frage gab es dann auch Analysen. Daraufhin habe ich die Akkordfolge mit GPT weiter ausgearbeitet und gesagt, kannst du mir auf den Prinzipien der ersten Takte, der ersten 4 Takte, vielleicht auch die nächsten 4 Takte dann nochmal etwas überarbeiten. GPT hat das natürlich ganz motiviert gemacht und so entstand dann weiter und weiter eine komplexere Akkordfolge. Schließlich und endlich war die Akkordfolge dann bis auf ein paar kleine Änderungen, die noch folgen sollten, fertig. Ich habe diese Akkordfolge dann in mein Notensatzprogramm eingetippt und für ein Klavier arrangiert. Stand der Dinge hier klang die Komposition jetzt also ohne Melodie und Lyrics bis jetzt so. Die letzten 2 Takte, die du jeweils in A, B und C-Teil gehört hast, hier im C-Teil diese 2 Takte, sollten dann später eine melodische Hookline bekommen und auch hier habe ich dann natürlich schon eine markante instrumentale Hookline geschrieben. Da die Noten für die linke Hand hier in der unteren Notenzeile für das Klavier den Bass zu meiner Komposition gespielt haben, hatte ich natürlich anhand dieser Noten auch gleich schon das, was der Kontrabass spielen sollte und konnte mir einfach diese Noten herauskopieren und für den Kontrabass notieren.
In einem vorhergehenden Projekt habe ich ChatGPT schon einmal gefragt, eine Melodie zu schreiben, um zu testen, ob es sich überhaupt lohnt, mit GPT hier so ein YouTube-Video zu machen. Dabei ist herausgekommen, dass GPT sich mit Melodien sehr, sehr schwer tut und die Ergebnisse meist unzufriedenstellend sind. Deshalb musste ich eine Melodie für ChatGPT selber schreiben, auf der Grundlage des von ChatGPT geschriebenen Textes. Bevor ich damit angefangen habe, wollte ich von GPT aber nun zumindest wissen, welche Tonleitern bzw. Modes ich über die einzelnen Akkorde dieser Komposition spielen darf. Diese Modes geben mir eine Übersicht darüber, welche Töne man auf dem jeweiligen Akkord spielen darf und welche Töne in der Melodie vorhanden sein dürfen. Das Ganze war mehr oder minder richtig, was GPT mir hier gegeben hat. An einigen Stellen kann man das Ganze aber auch kritisch hinterfragen. Nachdem ich ChatGPT dann zum Tempo und dem Feeling der Komposition gefragt habe und wissen wollte, wie diese Komposition zu interpretieren ist, habe ich mit ChatGPT noch ein bisschen über die Instrumentierung gesprochen und gesagt, dass wir hier ein Saxophon, ein Klavier, ein Kontrabass und ein Schlagzeug haben werden. Und das Saxophon die Melodie spielt, das Klavier hatte ich ja bereits geschrieben, der Kontrabass steht auch schon und die Drums sollen einen ganz, ganz dezenten, mehrtaktigen Beat spielen, der passend zu Jazzballaden ist und den man später im Arrangement wahrscheinlich kaum noch hören wird. Das Schlagzeug wird hierzu mit Besen gespielt und das Ganze klingt dann in etwa so. Nach einigen weiteren kleinen Änderungen, die du auch im Chatprotokoll nachlesen kannst, welches du in der Beschreibung über den Link auf meiner Patreon-Seite erreichst, stand die fertige Komposition und diese Komposition von ChatGPT erarbeitet zusammen mit mir. Die hören wir uns einmal an und hören uns an, was ChatGPT in der Lage ist, in Zusammenarbeit mit einem Menschen fertigzubringen. Bevor ich nun zu meinem Resümee komme in diesem Video, möchte ich noch einmal einen befreundeten Musiker und Kontrabassisten zu Wort kommen. Sein Name ist Nigel und er hat sich mein Skript zu diesem Video angeguckt und mir Feedback geliefert und uns außerdem noch eine eigene Meinung zu diesem Thema hinterlassen. Ich finde, man könnte noch hinzufügen, dass es ja bereits seit Jahrzehnten ziemlich kalkulierte Retortenmusik gibt. Und ich glaube tatsächlich, dass die Komposition einer KI unter Anleitung eines Musikers oder eines Laien, ja, mit einer echten Intention immer noch besser sein kann als jede 0815 Popmusik aus der Retorte, die auf 2 Minuten 41 getrimmt wurde, damit sie bei Spotify landet, immer denselben Beat hat, weil das in den letzten 30 Liedern schon zum Nummer 1 hat geführt hat. Ich glaube, wichtig dabei ist halt einfach immer, dass man nicht aus den Augen verliert, ob was künstlerisch geschaffen wird oder ob einfach nur der Markt bedient wird. Ich denke, da ist die KI auch immer noch nur ein Instrument, ja, vielleicht nicht so ein Instrument wie die Gitarre, aber immer noch Mittel zum Zweck und nicht per se das Böse von hinter der Ecke, sondern tatsächlich
für einige Leute, die auch vielleicht anders gar nicht Musik machen können, an die muss man ja auch denken, einfach mal ein Mittel, um sich auszudrücken. Und ich denke nicht, dass es per se was Schlechtes ist. Und ich glaube, dass man das eigentlich ganz gut auch nochmal mit unterbringen könnte, dass einfach diese kalkulierte, sag ich mal, Popmusik sich da gar nicht mal so weit aus dem Fenster lehnen darf, um KI zu kritisieren. Beziehungsweise kann man das auch andersrum drehen. Wenn man KI kritisiert, dann muss man eben auch diese kalkulierte Popmusik auch mit unter Beschuss nehmen, weil die es ja noch viel schlimmer macht, als jeder KI das momentan kann. Unsere Entdeckungsreise durch die Schnittstelle von künstlicher Intelligenz und Musik hat eindrucksvoll gezeigt, wie die Grenzen zwischen menschlicher Kreativität und technologischer Innovation immer fließender werden. ChatGPT hat dabei bewiesen, dass es durchaus in der Lage ist, komplexe musikalische Herausforderungen zu bewältigen und beeindruckende Ergebnisse zu erzielen. Doch während wir die faszinierenden Potenziale der KI teilen, dürfen wir nicht vergessen, die einzigartige menschliche Kreativität und emotionale Tiefe in der Musik zu würdigen. Künstliche Intelligenz mag in der Lage sein, nach Vorgaben zu komponieren, jedoch vermag sie nicht die Intensität, menschliche Erfahrung und die unvergleichliche Bindung zwischen dem Musiker und dem Musikstück zu reproduzieren. Die Frage, ob KI die Zukunft der musikalischen Gestaltung maßgeblich beeinflussen wird, bleibt spannend und kontrovers. Wir befinden uns an der Schwelle einer neuen Ära, in der Technologie und Kunst auf faszinierende Art und Weise miteinander verschmelzen. Unabhängig davon, ob dies als Fluch oder Segen empfunden wird, steht fest, dass die Entwicklung der KI unaufhaltsam voranschreitet und verstärkt in unseren Alltag eindringt. Dennoch, den Menschen in der Musik überflüssig gemacht hat die KI bis jetzt noch nicht, um den Bogen zum Titel dieses Videos zu spannen. Unabhängig von dieser technologischen Evolution wird der kreative Ausdruck und die menschliche Seele immer den Herzschlag der Musik ausmachen. Egal wie weit die Technologie uns führt, sie kann die einzigartige Verbindung zwischen Musik und Mensch nicht ersetzen. Lass uns in den Kommentaren diskutieren. Wie siehst du die Rolle von KI in der Musik? Begrüßt du sie als kreativen Partner oder siehst du auch potenzielle Gefahren? Ich freue mich auf deine Gedanken zum Thema. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.